Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Herzlich willkommen bei Trend17 TV. Euer Transec am Mike. Heute geht's weiter mit einer neuen Folge. Ganz lieben Dank auch nochmal an alle, die das Projekt so schön unterstützt haben und die immer feste hier die Daumen drücken. Ganz lieben Dank dafür. So, und wir müssen hier mal eben, glaube ich, raus. Ich komme mit. Schauen, ob wir hier irgendwas abgrasen können an wertvollen Schätzen. Es ist gut in Schuss und ich hätte ganz gern einen Schatz. Da kommen wir doch auch hoch. Geht er da geht er auch hoch. Jawohl. So, was haben wir da? Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Da würde ich gerne hoch, da ist bestimmt irgendwas. Na? Jawoll. Was haben wir denn da Schönes? Da glitzert doch was. Ein Schatz. Was haben wir da? Zoomen. Ein goldenes Horn. Elfenbein. Mogul Puderflasche. Aha. Naja, immerhin einen Schatz gefunden. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Okidoki. Lieber vorsichtig. So. Ich glaube, das war's. Was wir hier so an wichtigen Sachen finden konnten. Oh, da wollen wir lieber nicht runter. Jetzt müssen wir ja sehen, dass wir irgendwie das Auto da hochkriegen. Genau. Die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Mit Sicherheit eine Seilwinde. Dann denke ich mal, müssen wir jetzt zum Auto und die Seilwinde da rausziehen. Hieronymo. Jawohl, so, geh mal her. Wusstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. Was hier eine coole Idee. Denke mal einmal um den Baum laufen, oder nicht? Einmal um den Baum. Und hier wieder reinmachen. So, das sollte reichen. Einklinken. Los geht's. Und nochmal runterrutschen. Jeppa. Platsch. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig. Probieren wir es. Ist das nicht schön? Irgendwie sollten wir hier nicht schlecht an den Felsen. Ja, das geht. Wow, mit dem Matsch, das sieht auch so genial aus. Siehst du, Sally? Winde, total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. So. Die Winde hat sich bezahlt gemacht, würde ich auch mal so sagen. Weiter geht's. Ach, was für ein schönes Wetter. Leider ist das hier in Deutschland gerade nicht so das toll, das Wetter. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein. Sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Machen wir mal ein kleines Pick. Zack. Jawohl. Verlassen wir. So. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen.
Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Geduld ist eine Tugend. Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Links oder rechts? Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, wie soll einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Komm mal da lang, Cody. Große Straße verläuft. Wow. Das Ding hier, Airbags oder Rettungsschirme? Rettungsschirme, ganz genau. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Ist da nicht eine Höhle? Sieht aus wie eine kleine Höhle, wie ein Felsvorsprung. Was haben wir denn hier? Okay, weit man sei. Da ist nix. Das sah eben so aus. Das ist zu tief. Das sah eben so wie eine Höhle aus. Kann er sich den Darm da nicht noch irgendwie durchquetschen? Nee. Okay. Bin da. Auf geht's. Oh. Was für eine schöne Natur hier. Jetzt geht's hier rum. Ich schätze mal, wir müssen hier hoch. Ah, jetzt seht euch das. Oh, Scheiße, oh. Stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Oh, sind das viele? Der Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Es gibt keinen Plan. Wie weit können wir da jetzt ran, ohne dass sie uns sehen? Maximal bis hier, würde ich sagen. Und dann hier bleiben wir stehen. Haben wir auch noch andere? Das ist vielleicht nicht so die. Doch, da ist Gras. Ich muss die mal kennzeichnen. Doch, da ist einer. Mal schauen, von welcher Seite wir da am besten rangehen. Runter. Ach, da ist das Gras nicht so hoch, ne? Das ist nicht so gut. Da ist noch einer. Boah, sind das viele. Eieieiei. Das wird wieder eine knallharte Ballerei, würde ich sagen. Rüber in das Gebüsch. Lass uns alle einen nach dem anderen vornehmen.
Können wir das noch markieren? Oh, 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 oh. Der hätte uns fast gesehen. Guck mal wieder weg. So, den haben wir markiert. Da kommt noch einer. Den haben wir auch markiert. Den haben wir auch markiert. Mein Gott, wie viel sind das denn? Oh, shit, 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 shit. Und die stehen so ungünstig. Wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind soweit. Wir warten nur noch auf Nadines Okay zum Sprengen. Ach, die unterhalten sich gerade. Erledigen wir das und ziehen weiter. Oh, oh, oh. Wir müssen da rein in das Gebüsch. Bis Befehle kommen. Neues von den anderen. Noch nicht. Oh, ich glaube, das geht hier gewaltig wieder mal in der Hose mit mir. Abwarten, also nein. Zeitverschwendung. Oh oh. Wenn ich was zu sagen hätte, wäre das alles viel schneller erledigt. Nachdem du neulich beinahe alle in die Luft gejagt hast, ist es vielleicht ganz gut, dass du nicht viel zu sagen hast. Die Sprüche sind cool. Schneller, Mann. Ich werde das Nadine mitteilen. Man kann die auch nicht anlocken, die Viecher. Weiß nicht, ob der das denn... Oh ja, da ist noch einer. Wir müssen uns erst den da hinten vornehmen. Gehen wir weiter in die Richtung. Eieieiei. Der guckt woanders hin. Wow, das war knapp. Den da hinten nehme ich mir zuerst. Den haben wir schon. Kommt der hier jetzt rum? Der guckt gerade weg. Oh, das war knapp. Eieieiei. Zwei haben wir schon ausgeschaltet. Ist denn der andere? Ist der hinter der Mauer da? Die sehen nix. Oh, da ist eine Maschinenpistole. Sehr cool. Oh, das ist mir zu risk, ja? Den muss ich noch markieren. Noch vier sind das jetzt, glaube ich. Oh shit, da ist auch noch einer oben. Kommt der runter? Nee. Ach, die stehen so doof. Der guckt jetzt weg. Genau, da rein. Was schon? Oh, shit, der hat mich gesehen. Hoffentlich hast du dir was eingebildet.
Na, der ist alarmiert, aber zum Glück. Okay. Puh, das war wieder mal super knapp. Was ist dieses blöde Gewehr? Das will ich haben. Links von dir, Mann. Kann wir hier sprengen? Scheint so, ne? In den Ruinen! Oh Mensch, die kommen! Schönen Headshot. Runter, 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 runter. Und geh runter. Runter, runter, runter. Eieieiei. Komm, geh mal hoch da. Oh, Laserpointer da oben. Oh, wenn er mich nochmal trifft, bin ich weg. Ja, jetzt haben wir ihn. Oh, Scheiße! Oh, shit. Wow. Komm, erhol dich. Schaffst du. Oh. Puh! Krass, da ist noch einer. Wow, was für eine Action hier. Machen die beiden eigentlich auch mal was? Das ist eine gute Taktik. Eine gute Tick-Tack. Komm, geh da ran. Ja, Headshot. Jawohl. Nice. Läuft bei uns. So. Wo sind die denn? Da. Oh. Das war wieder knapp. Erhol dich. Okay. Nun geh doch noch weg, Mensch. Oh, das ist ein Spacko. Geh da mal weg, Sullivan, Mensch. Ah, das ist ein Idiot. Du triffst doch sowieso nicht. Oh, da unten ist ein... Oh. Den haben wir. Komm, noch einer. Da okay. Ist noch irgendwo einer. Ich glaube, das nee. War's. Nee! Der Wahnsinn. Sicher Dutzende von Leuten hier, die könnten glatt aus Versehen. Krass. Was für eine Action hier. Anscheinend setzt Nadine bei Ausgrabung immer noch auf Dynamit. So, jetzt wollen wir erstmal unsere Belohnung hier holen. Der Rafe hat da nicht viel zu melden. Da kann man was aufschreiben. Da, noch ein Siegel. Adam Baldridge regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast, viele Bücher. Wow, schon wieder hier voll Action die Folge, meine Lieben. Was ist hier los? Hier geht das ab. Das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Jetzt will ich da erstmal hoch. Ich will nochmal eben schnell gucken, bevor wir hier
weitermachen. Ob wir hier noch irgendwas abgrasen können. Da kann man. Ah, da kann man rüber. Wow! Was ist das denn für ein Kaliber hier? Jetzt habt ihr Kaliber 12. Könnte ich lieber die. Aber er schmeißt mein Maschinengewehr dafür weg, das ist doof. Ne, das Maschinengewehr will ich behalten. Hier ist sonst nichts. Okay, dann gehen wir nochmal rüber. Ist hier noch was? Munition. Eine Masur. Ja, aber das ist doof. Ich hätte eigentlich lieber das Maschinengewehr. Ich kann leider die Pistole nicht tauschen. Das ist ja doof. Er schmeißt immer das Maschinengewehr weg. Ja, leider. Zoomen drücken. Ah, nee, das ist schon cool, das Ding. Sehr geil. Das Ding ist schon cool, das behalten wir auch. Hier siehst du, die Fässer hätte ich auch anschießen können, denn... Kann ich da auch... Da kann ich auch noch hoch. Da ist doch bestimmt noch irgendwas, was wir abgrasen können. Nein, was machst du denn? Sollst du da hoch? Müsste doch eigentlich darüber gehen. Jawohl. Oh... Zieht er sich da nicht hoch? Doch. Da ist noch eine Wumme. Wow. Maschinengewehr habe ich genug. Munition ist immer gut. Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir hier soweit erstmal das Wichtigste abgegrast. Ein paar Granaten. Das ist in Ordnung. Dann können wir eigentlich weiterfahren, ja? Haben wir hier das Wichtigste weggenommen, mitgenommen. Ja, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte ein Like oder einen Comment da. Ich bedanke mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch eine super schöne Zeit. Mit diesen hübschen Bildern verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.